Können Sie sich eigentlich noch an diese Specs erinnern, diese Börsenmäntel, die massiv an die Börsen gekommen sind im Jahr 2021? Damals sprach man von einer Specs-Mania, also praktisch von einer Blasenbildung bei diesen Specs, diese Börsenmäntel, die unglaublich hochgejazzt wurden. Haben Sie das letzte Mal oder in den letzten Tagen oder Wochen oder Monaten nochmal von Specs gehört? Nein, diese ganze Blase ist geplatzt und derzeit haben wir eine KI-Blase und natürlich ist da eine gewisse Substanz in KI. Das ist ja gar keine Frage, aber was wir derzeit erleben, das hat mit Rationalität nichts zu tun. Das ist eine Euphorie, ein Hype, der wieder in sich zusammenbrechen wird. Die Frage ist nur, wie groß wird die Übertreibung vor dem Zusammenbruch? Es wird dort Unternehmen geben, die sehr stark profitieren, aber welche das sind, das können wir nicht wissen. Derzeit glauben alle, Nvidia ist der letzte heiße Scheiß auf Deutsch gesagt, der das Rennen machen wird. Das ist völlig offen. Erinnern wir uns an die Internetbubble. Da waren Unternehmen praktisch diejenigen, die maßgeblich an der Börse zulegten, wo man gesagt hatte, die sind die Zukunft und die sind untergegangen, andere sind gekommen und denen gehörte die Zukunft des Internets wie eine Amazon, wie eine Google und so weiter. Jetzt sehen wir also, dass diese Blase sich gestern nochmal auf ein neues Eskalationsniveau begeben hat. Dennoch sehen wir, dass die Indizes gestern in den USA an der Wall Street dann ein bisschen zurückgekommen sind. Und jetzt haben wir heute Nacht miserable China-Zahlen wieder gesehen. Der DAX weiter schwach. Der scheint jetzt erstmal seine Euphorie überwunden zu haben. Und wir gucken dann auch noch auf die KI-Blase. Aber starten zunächst mal mit diesem Schuldendeal. Das ist ja das Thema, was jetzt unmittelbar relevant wird. Heute Nacht wurde die erste Hürde ganz, ganz knapp genommen. Das House Rules Committee, das aus 13 Mitgliedern besteht, das praktisch bestimmt, ob ein Gesetz überhaupt in das Abgeordnetenhaus eingebracht wird, dass es da zur Abstimmung kommt. Das hat man mit 7-6 gerade noch dafür gestimmt. Interessant ist, dass die Demokraten, alle vier Demokraten dagegen gestimmt haben. Also wäre das hier nicht mit dieser knappen Mehrheit zugunsten der Weiterführung des Gesetzes ins Abgeordnetenhaus ausgegangen, dann wäre diese ganze Geschichte sowieso schon erledigt, der Schuldendeal geplatzt. Thomas Massie war das Zünglein an der Waage von den Republikanern, der gesagt hat, also wenn das jetzt gescheitert wäre, dann wäre die USA in derselben Lage wie viele amerikanischen Familien, die gucken müssen, wie sie praktisch den nächsten Tag irgendwie überstehen finanziell. Deswegen habe ich das Ganze durchgewunken. Jetzt ist ein bisschen unklar. Heute ist diese Abstimmung im Abgeordnetenhaus. Wann genau? Hier habe ich einmal 3.30 Uhr PM. Also das wäre 15.30 Uhr Washington Ortszeit. Die sind 6 Stunden hinter uns zurück. Es wäre 21.30 Uhr. Und hier habe ich dann auch in anderer Quelle 8.30 Uhr gefunden. Also das wäre dann mitten in der Nacht, das wäre dann 2.30 Uhr deutscher Zeit. However, wir werden das schon klären. Jedenfalls eine steigende Zahl von Republikanern, so berichtet es hier Chad Pilgrim, der Weiße Hauskorrespondent für Fox News, ist dagegen, ist gegen diesen Deal. Also schwer zu sagen, was da bei dieser ganzen Geschichte rauskommt. Es handelt sich um ein 99-seitiges Papier mit den Namen, oder das Gesetz trägt den Namen Fiscal Responsibility Act, also praktisch der verantwortungsvolle Umgang, der Akt, der hier so unglaublich verantwortungsvoll ist, und das ist natürlich ein bisschen euphemistisch, wenn wir uns mal überlegen, dass gerade mal 50 Milliarden Dollar eingespart werden. Das ist im Vergleich zur Marktkapitalisierung von Nvidia ein Bruchteil. Da ist eben nichts mit fiskalpolitisch verantwortungsvoll, weil ja dann ab 2025 die ganze Geschichte komplett wegfallen soll. Also dann der Weg zur totalen Verschuldung frei wäre. Wie da fiskalpolitische Verantwortung zu konstatieren ist, erschließt sich mir nicht. Manchen Republikanern offenkundig auch nicht, denn die sagen, McCarthy hat hier versagt mit diesem Deal und jetzt will man ihn absetzen. Es wird wohl einen Antrag geben zur Absetzung von McCarthy. McCarthy also
Der Mann ist unter Druck, wenn jetzt, selbst wenn jetzt die Abstimmung gewonnen wird, wenn zu wenige Republikaner letztendlich ihre Ja-Stimme gegeben haben und das Ganze nur wegen den Demokraten durchgeht, dann dürfte das für McCarthy das Ende bedeuten und praktisch eine ganz schwierige Zeit. Und die Frage ist, was würde es für die Märkte bedeuten, wenn dieser Schuldendeal kommt später? Denn dann müsste sehr, sehr viel Geld wieder aufgefüllt werden bei diesen Staatsreserven, 500 Milliarden Dollar. Dazu würden dann massiv Anleihen emittiert. Das saugt die Liquidität aus den Märkten, wie ich schon öfter gesagt hatte. In Europa müssen Banken diese Telcos zurückzahlen, über 450 Milliarden Dollar. Also wird das Liquidität aus den Märkten ziehen. Wer würde davon besonders betroffen? Kryptowährungen, Bitcoin, Nasdaq, S&P, Eurostock, DAX in dieser Reihenfolge, so meint Diego Fastnacht, weil einfach natürlich Tech vor allem sehr liquiditätslastig ist, aber vor allem auch Kryptowährungen, das sind Liquiditätsassets. Selbst die EZB warnt vor abnehmender Marktliquidität bei weiter steigenden Zinsen und die Zinsen dürften weiter steigen, eigentlich ja der Rallye-Grund gewesen. Und jetzt hat hier zum Beispiel jemand auf YouTube kommentiert, Fugi lebt inzwischen leider wirklich in einem Wahn, in dem sich die Realität immer mehr hingebogen wird, wie man sie braucht. Okay, es ist ja immer gut, selbstkritisch zu sein und sich zu hinterfragen. Ich versuche das, soweit es irgend geht oder mir möglich ist, nehme Kritik an. Also ich bin wahnsinnig, dann gucken wir uns mal an, wie die Euphorie derzeit ist. Es ist ja manchmal so, dass die Wahnsinnigen einen als wahnsinnig bezeichnet, was da bedeutet, dass man ziemlich gesund ist. Vielleicht ist das diesmal auch der Fall. Jedenfalls der Tech-Sektor 3,23 Standardabweichungen über seiner 50-Tages-Linie, so überkauft wie seit dem Jahr 2004 nicht mehr. Wir sehen den Nasdaq gegenüber dem Nasdaq Breadth, also der Marktbreitezahl der steigenden respektive fallenden Aktien. Die Lücke ist so groß wie noch nie in History. Allzeitrekord, meine Damen und Herren. Gleichzeitig sehen wir, dass wenige Aktien ihr 52-Wochen-Hoch erreicht haben, diese großen Tech-Aktien. Also wir sind an Extremen, die so angespannt sind. Und wenn ich da skeptisch bin, dann bin ich wahnsinnig, wahnwitzig, okay. Ich meine, ich warne vor der Blase. Diese Blase kann länger dauern, als man denkt. Die kann immer extremer werden, aber sie wird platzen. That's the end of it. Das war, ist in jedem Hype so. Wie viele Hypes haben wir in der Börsengeschichte schon gehabt? Und ich habe so ein bisschen ein paar Jahre auf dem Buckel und weiß, wie die Dinge manchmal laufen. Jetzt sehen wir hier mal die Performance. Das ist im Grunde eine Zweiklassengesellschaft. Hier in dieser Heatmap könnte man so eine Linie ziehen. Wir haben Microsoft, wir haben Apple. Wir haben vor allem Nvidia mit irgendwas 127%, wir haben Google, wir haben Meta, wir haben Amazon, Tesla und diese ganzen, aber die allermeisten Aktien sind im Negativen. Der Nasdaq in Relation zu dem Nebenwerteindex Russell 2000 auf einem Allzeithoch hatten wir zuletzt in der Dotcom-Blase, auch hier also extremer angespannter Parameter. Und hier schauen wir mal uns die verschiedenen Sektoren an. Der Technologiesektor, es gibt ja 11 Sektoren im S&P 500, ist so überkauft, wie es nicht überkaufter geht. Extreme Überkauftheit, das Gleiche gilt am weniger intensiv für Communication Services Sektor. Da fällt Amazon drunter, die ja auch so gut gelaufen sind. Aber 8 von 11 Sektoren im S&P 500 sind überverkauft, mal stärker, mal weniger stark. Es sind also 3 Sektoren, die überkauft sind, Technologie am allerstärksten überkauft. Und ich denke, es wird eine Rotation bald geben, also raus aus Tech, wo alle drin sind, das Boot ist zum Kentern voll und dann vielleicht rein in die anderen Aktien, aber was wird das mit den Indizes machen? Die werden nach unten gehen, weil eben dann die marktschweren Titel verlieren würden, die jetzt den Anstieg der Indizes ermöglicht haben, während wenn die breite Masse der Aktie steigt, dann die Indizes wahrscheinlich dennoch stark fallen würden oder ziemlich deutlich fallen würden, wenn eben dann die Dickfische aus dem Tech-Bereich fallen würden, die Marktbreite schlechter als während der Dotcom-Blase. Und hier sehen wir mal den Nasdaq 100 auf 60-Minuten-Basis. Da sehen wir einen RSI, der so angespannt war, dass diese Korrektur, die wir gestern dann gesehen haben, zwangsläufig war. Das war kaum mehr zu verhindern bei diesen Extremen. Und schauen wir uns die Bewertungen an. Und letztendlich kommt es immer wieder auf Bewertungen an. Kurzfristig vielleicht nicht, mittel- und langfristig immer. Wir sehen zum Beispiel ja auch die Japan-Blase. Da hatten wir den Hochpunkt der japanischen Bubble. Auch nach 34 Jahren hat diese Bubble ihr Allzeithoch noch lange nicht erreicht. Immer noch 26% davon weg. Japan ist ja derzeit so ein bisschen der bestaussehende Aktienmarkt, den man finden kann, wenn man so will.
Hier sehen wir mal von Charlie Pilello diese Bewertungen. Price-to-Earnings-Ratio, das sind absurde Zahlen geradezu. Das ist also alles andere als billig, aber alle wollen diese teuren Aktien kaufen. Okay. Und hier sehen wir, dass diese ganze Geschichte praktisch immer teurer geworden ist, weil ja die Gewinnerwartungen nicht gestiegen sind, wie Diego Fasnacht hier auch nochmal zeigt. Ich hatte diesen Chart schon gestern. Die Gewinnerwartungen für die kommenden 12 Monate sind geschrumpft, aber die Bewertungen sind immer höher geworden. Und dass diese Lücke irgendwann zu groß wird und sich schließen muss, das halte ich für sehr, sehr wahrscheinlich und nicht für wahnsinnig. Aber wahrscheinlich bin ich ein bisschen wahnsinnig auch. Gell, meine Damen und Herren, ein bisschen Wahnsinn kann bei diesem Wahnwitz, den wir in der Welt ja derzeit erleben, überhaupt nicht schaden. Schauen wir uns die wahnsinnigen Märkte gestern an. Zunächst hoch, vor allem den Nasdaq, Sie sehen es hier blau. Dann aber ebes nunde, sodass der S&P 500 unverändert war, Dow Jones im Minus, Nasdaq noch im Plus, aber eben deutlich weniger als zuvor. Und jetzt schauen wir uns mal 6 Sektoren an, die ja überverkauft sind. Die sind sogar auf einem Jahrestief in ihrer relativen Stärke zum Gesamtindex. Das sind Consumer Staples, also so defensive Alltagsgegenstände, Produktion, Konsumartikel, Produzierer, Financials, also Finanzwerte, Healthcare, Gesundheitssektor, Materials, konjunktursensitiv, Materialien, Real Estate, also Immobilien und Utilities, Versorger, die sind massiv unter Druck, während auf der anderen Seite Semiconductor, also Halbleiter ETF, mit einer 4-Sigma-Abweichung, das ist ein extrem seltenes Vorkommen. Das haben wir statistisch gesehen alle 31.560 Tage oder an einem Trading-Tag in 126 Jahren. Wir sehen, dass das derzeit vorkommt mit diesen Semiconductors wegen KI und so. Genau, Sie wissen schon, Broadcom zum Beispiel hier rechts, absolut krass, was da passiert. Und beim Triple Q, also dem maßgeblichen Nasdaq auf den maßgeblichen ETF auf den Nasdaq, sind wir außerhalb des Bollinger-Bandes auf Tagesbasis gewesen. Also das sind Extreme, die wir ganz selten sehen. Normalerweise verbleiben die Indizes oder verbleiben Kurse im Bollinger-Band. Wenn es unten oder oben rausgeht, dann sind das meistens absolute Extreme. Hier spricht ein Account von AI-Gasm. Also praktisch diesen KI-Orgasmus könnte man es vielleicht nennen. Und wir hatten etwas Ähnliches ja auch damals mit den Lieferketten gesehen. Als bestimmte Güter nicht mehr vorhanden waren, nicht geliefert werden konnten, sind deren Preise massiv gestiegen. Jetzt sehen wir so eine ähnliche Dynamik. Da wird im Grunde jetzt alles schon vorgezogen. Wahrscheinlich hat Nvidia gesagt, okay, wir haben da geile Aufträge, was dann im dritten Quartal kommt. Da bin ich mal gespannt. Jetzt sagt auch Jim Cramer, also wer Nvidia noch nicht hat, sollte es jetzt kaufen. 1 Billion an Marktkapitalisierung, terrific buy. Jetzt wird es also auch für Nvidia eng. Und hier sehen wir mal die Suchanfragen. Die sind jetzt in Sachen KI so hoch wie auf dem Hochpunkt des Bitcoin-Kurses November, Dezember 2017. Und wenn man jetzt sich mal anschaut, was zumindest derzeit KI leistet, dann hat hier ein Lehrer in den USA seinen Schülern KI-Texte gegeben und hat festgestellt, dass die von falschen Fakten, von falschen Quellen etc. Praktisch gespickt waren. Wir sind noch sehr, sehr weit davon entfernt, wirklich Brauchbares zu haben, das wirklich verlässlich ist. Nach wie vor ist das so ein bisschen, naja, semi-professionell, semi-zuverlässig, und das wird nicht reichen. Da muss also noch was passieren. Diejenigen, die hier die Qualität maßgeblich verbessern, werden sich durchsetzen. Die anderen fallen runter. Und hier nochmal Sentiment-Check, weil es ja immer heißt, alle sind so bärisch. Der Anteil der Amerikaner, die Aktien halten, auf dem höchsten Stand seit 15 Jahren. Und gleichzeitig haben die Amerikaner jetzt die 1-Billion-Grenze überschritten, was ihre Kreditkartenschulden betrifft. Der ein oder andere wird wahrscheinlich auch auf Kreditkarte zocken hier oder wird sich Kredite nehmen über die Kreditkarte, um da vielleicht eine Nvidia zu kaufen. Mal sehen. Jedenfalls die Stimmung heute Morgen zur Handelseröffnung war sie jetzt nicht so toll, denn wir hatten Einkaufsmanager-Index aus China, Market Manufacturing PMI 48,8, alles unter 50 ist Schrumpfung, also noch schlechter als erwartet. Service zwar expandierend mit 54,5, aber dennoch schlechter als erwartet. Wir sehen, dass das hier wieder deutlich nach unten zeigt, also diese wundersame Erholung in China, vor der ich immer gewarnt habe, die ist nicht der Fall. Wir sehen den Hang Seng, fast 600 Punkte im Minus.
Insgesamt chinesische Aktien jetzt im Bärenmarkt und hier ein Titel, eine Headline von Bloomberg, die sagt Stock Slump on China's Weak PMI, Dollar Gains. Also das verhagelte schon die Stimmung ein bisschen, dass man sich jetzt von dieser China wird unendlich wachsen Euphorieblase dann auch jetzt schließlich verabschieden muss. DAX tiefer erwartet, nimmt die zweite Welle, Abwärtswelle jetzt an Fahrt auf. Lesen Sie mal, was da zu erwarten ist beim DAX. Erste Empfehlung, zweite Empfehlung. Die Geldmenge in der Eurozone ist kräftig am Schrumpfen. Das bedeutet, dass eben auch weniger Liquidität letztendlich vorhanden ist. Und dann noch abschließend die letzte Empfehlung, meine Damen und Herren, wenn ich gelassen werde. Das hatten wir schon, das hatten wir auch. Aber jetzt die letzte Empfehlung, meine Damen und Herren. Chinas Einkaufsmanager-Index in der Kontraktion. Was genau ist da los? Warum ist das so? Das lesen Sie in diesem Artikel. Also drei Artikelempfehlungen. Ich sage Servus, ciao.